Elton zu dem Ring, ja, ja. Elton zu dem Ring, was geht, Mann? Ey, 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 ey. 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 Ich bin verwirrt. Ich muss erstmal hier alles abchecken. So, 1, 2, 7, 8, 5. 1, 2, 7, 8, 5. Okay, perfekt. Die Sounds sind ein bisschen laut, oder? Ein bisschen. Ich hab vergessen, wie Elden Ring funktioniert. Scheiße. Aber ich weiß noch, dass das so ein komisches Viech war, das hier runtergesprungen ist und das kämpfen will. Kann ich ja mal ein bisschen aufwärmen hier. Hallo? War das letzte Mal auch schon so laggy? Hallo, wo bist du? Wo springst du eigentlich runter? Ah, es fliegt von da vorne. Na komm. Ey, du hast eine Axt und einen Speer, du bist ja überkrass. Na komm. Ich hab vergessen, wie Elden Ring funktioniert. Springen, rollen, schlagen, schlagen, Ultraschlitze. Okay, ich weiß wieder alles. Ich weiß doch nichts. Der hat mich voll verarscht. Du bist also der Stadtwächter, ja? Komm. Das war nur Spaß. Okay, jetzt will er Speerkämpfer-Technik machen. Oh, shit. Oh, macht der Scheiß viel Schaden. Ich glaube, jetzt am Moveset mit der Axt komme ich besser klar als mit dem Ultraschlitz-Zerstörungsset der Hölle. Wieso ist Chili eigentlich heute schon nicht am Start? Ey, Chili! Fällt mir jetzt erst auf. Mann, Chili, was soll denn das, ey? Sie lässt mich immer im Stich. Na, egal. Ich könnte den machen, ne? Aber ich könnte doch nochmal zurück ins alte Gebiet. Ich wollte eh mal gucken. Ich habe doch so einen Katana bekommen. Wenn ich bei der einen umskillen kann. Hier. Ich würde das gerne mal testen, aber dafür brauche ich 23 Weisheit. Da müsste ich anstatt Glaube auf Weisheit gehen. Aber ist für mich okay. Ach komm, das probiere ich mal aus. Das war hier, oder? Ja. Muss dann halt nur gucken, wenn es überhaupt umskillen ist, das weiß ich immer noch nicht. Aber es hört sich für mich an wie umskillen. Muss nur gucken, was für Stats ich jetzt nochmal genau brauche, weil ich benutze den die Glaubenssachen eh nie. 23 Weisheit.
art thou now? Wiedergeburt. Now, bear this sweeting into life anew. Okay, ja, tatsächlich. Also, was habe ich gesagt? 21 Weisheit. Ich hab's schon wieder vergessen, wirklich. Jetzt durch Geschick. Ist das schon zu viel? Ja, ist es. Ich weiß, ich war glaube ich auf 30 Kraft mittlerweile schon. Machen wir 35 hier. Geist ein bisschen. Na komm, was soll's. Let's go. Eingerollt. Was war entfernt? X, okay. Ach, ich kann es hier nicht testen. Dumm. Ich meine, es ist jetzt noch nicht gelevelt, ne? Das muss ich dran denken. So hat sie das gleiche Moveset, oder? Ja. Nur das hier ist anders. Okay, das kann also das gleiche Moveset bloß mit Magie noch. Das ist ja da. Was geht eigentlich ab, wenn ich den hier mache? Könnte man sich auch überlegen, ne? Es gibt nur den einen Move, wo er mit beiden zuschlägt. Oh, Frage ist, will ich das? Eigentlich schon geil, aber mache ich halt weniger Schaden pro Auto-Attack. Und wenn ich die beidhändig nehme, ist das natürlich stronger. Aber ich brauche jetzt erstmal Seelen, um die Waffe aufzuleveln. Aber ein paar kann ich ja auch einfach benutzen. Also einfach mal zur Tafel. Ey, Shili hat dort echt keinen Bock, dann muss ich's machen. Ah doch, Shili hat Bock. Ich bin einfach verwirrt. Okay, ich bin verwirrt, nix. Alles gut. Shili! Ich saute, um AFK zu gehen und die Waffen in der Hand zu haben, weil es hätte ja sein können, dass wieder so ein Dude da ist, der mich bekämpfen will. Jetzt kann ich ja mal gucken, längtechnisch kommt das gleiche raus. So ein magisches Schwert hört sich schon geil an. Hab ich Seelen? Na, nicht. Guck mal, davon habe ich 12 Stück. Wenn ich davon so 3 nehme, wie viel sind das? 6000? Ich hab dich auf den Tod gehalten, sei ruhig. Da brauche ich nicht Dunkelschmiedestein, davon habe ich ein paar. Ja, bis jetzt sieht's noch gut aus. Jetzt sieht's nichts mehr so gut aus. Die macht halt noch magisch mit dazu, ne? Das darf man nicht unterschätzen. Skelett aber auf Weisheit eher, obwohl Skelett auf Geschick genauso. Wir probieren es einfach mal aus. Ich guck mal, was mir mehr liegt. Dann gehen wir aber. Ich würde sagen, wir erkunden hier mal weiter. Weil es sieht ja schon aus, als ob hier dann Ende ist und hier oben dann das nächste große Gebiet auf mich wartet. Das kann man schon mal markieren. Hier war ich, glaube ich, auch noch nicht. Hier den Weg muss ich irgendwann mal lang gehen. Ich gehe, glaube ich, erstmal zum Brunnen und von da aus zu 3 und zu 4. Ja.
Müsst ihr euch auch mal gucken, ob ich noch irgendwo solche Geisterschiff-Dudes finde, damit ich den Typen da füttern kann. Und ich habe komplett vergessen, was ich für die Magierin nochmal machen musste. Vielleicht kann ich die nochmal fragen. Mittlere Last, so bin ich auch mittlere. Ja, dann kann ich die auch ausgerüstet lassen. Aber erstmal so rumlaufen. Was sag ich doch, wo ich hin will, zu 3 und zu 4, ne? Gibst du eigentlich irgendwas Besonderes, wenn man das killt? Du bist gar nicht so stark, wie ich gedacht habe. Ich hab nur vergessen, wie man absteigt. Jetzt könntest du überlegen, wie das nochmal war. So, glaube ich, ne? Ja. Das war nur Spaß, du bist überkrass. So, danke, dass du ihn jetzt auch endlich mal anvisieren kannst. Aber jetzt wird es nichts mehr nützt. Was? Ich konnte nicht mehr wegrollen, ey. Scheißbär. Könnte jetzt eigentlich mal gucken, ob ich mal also andere Magie mitnehmen kann, ne? Fällt mir gerade auf. Wenn ich jetzt schon Magie reingeskillt habe. Das wäre gar nicht so dumm. Ja klar. Ey, auf 24 könnte ich sogar, theoretischerweise. Ich bin ja auf 23, oder bin ich gerade dumm? Ja. Können wir ja mal gucken, was man so für Spells da hat. Die man benutzen kann. Hier sehe ich schon mal einen Regen. Hier sehe ich schon mal was. Hier sehe ich auch noch irgendwas, ein Splitter. Gravitationsfeld. Wir nehmen einfach mal alles mal mit, ich will mal ausprobieren. Ich hatte so keine Ahnung, wie sinnvoll das war, aber ich wollte dieses Katana benutzen, das neue. Das sieht krass von den Werten her aus. Wow, cool. 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 Komm nicht mehr weg. Ey, der hat mich aus der Luft gefischt. Ich bin hier in der schlechten Position, sehe ich gerade. Ich habe mich an die beschützte Ecke an meine Flieger, was ich rein meine Flieger kann. Ich schaffe nicht mal den Kackbär. Was? Ich bin in ihm drin, heilen. Nee, ich habe keinen Bock, um arm zu werden.
So. Dann habe ich mich wenigstens einmal gekillt. Gucken, ob er was Besonderes gibt. Sieht nicht so aus. So. Scheiße, ich merke jetzt schon, dass ich das länger nicht mehr gespielt habe. Ich bin richtig rusty, ey. Ich wollte wirklich zu 3 und zu 4, ne? Aber die werden doch nicht hier in der Schlucht sein. Die werden doch oben auf dem Berg sein, oder? Aber vielleicht kann ich von der Schlucht hier wieder irgendwann nach hier oben. Jetzt gehe ich erstmal da lang, zu dem Order, der da hinten ist. What? Beim Pfahl wäre ich gleich da unten, ne? Dann gehen wir zum Pfahl. Ich bin anscheinend nicht auf den Zwischenpinöpel dazwischen gelandet, da. Naja. Moin. Ich würde gern einmal meinen Stuff wiederholen. Oh, ich merke aber echt, dass ich viel weniger in Mana geskillt habe, als ich vorher hatte. Warte mal, komme ich nicht jetzt genau da wieder raus? Nee, was? Nein, meine Seelen liegen oben, oder? Ach nee. Dann ciao, 4000 Seelen. Ich hole euch vielleicht später. Vielleicht. Dann gehen wir zu 1, ne? Entdecken da mal die Map. Oh, das sieht jetzt schon nach einem Gebiet aus, wo ich richtig viel Bock habe zu erkunden. Sümpfe, juhu. Und sobald ich hier absteige, kriege ich bestimmt Giftschaden, oder? Ah, noch schlimmer, irgend so eine Pestscheiße. Hey! Wieso wir entfernen ihn dann nichts mehr? Inversion? Nee! Oh. Was? Was? Hä? Die kommt an, macht. Und ich bin tot. Wie soll ich da gewinnen? What the fuck? Wieso bin ich jetzt wieder hier? Okay. Boah, ich will nicht in den Sumpf. Ich hasse ihn jetzt schon. Aber die Rüstung von denen sah cool aus. Könnte man eigentlich farmen, aber ich hab schon meine Rabenfeder-Armor. Es war zu weit wieder! Aber jetzt kann ich wieder im Pfahl respawnen, oder? Oh Mann, ich bin so lost gerade, wirklich. Darf ich zum Pfahl? Ey! Ja doch. Jetzt müsste ich nur wissen, ab wann... war dieses... war der Invade. Ich kann nicht reden. Es ist alles schon wieder zu aufregend für mich hier. Ab da, wo das Pferd weggegangen ist wahrscheinlich, ne? Aber das sah nicht aus, ob es da irgendwo einen Ort gibt, wo man kämpfen kann, ohne von der Peste angesteckt zu werden. Ich muss auf so einen Baum stammen. Ja. Und jetzt kurz warten und gucken, ob da ein Invade kommt. Mehr! Oh nein! Jetzt bin ich nicht anzug, dich zu one-shotten! Was soll es jetzt schon eine Sakramentknospe?
Komm hier hoch, wenn du mit mir kämpfen willst. Ey! Jo! Es war eigentlich nur ein Spaß. Okay. Mann, hätte ihr wenigstens eure Armor droppen können. Hatte ich jetzt wieder Ferdinand rufen? Okay, dann ist easy. Wie es aussieht mit dem Zauberstab da an der Seite. Der krasseste Magier. Okay, wenn ich abschlag, heißt es, ich werde invaded. Das ist gut zu wissen. Och nee, nicht wieder so einer. Ich hab vergessen, wie der nochmal ging. Hey, giftiger Nebel. Ich hasse es. Eure Armor, komm, drop. Penner. Ich sehe genauso wenig wie ihr, also keine Sorge, ich sehe auch nichts. Boah, da habe ich mich gerade erschrocken. Komm mal, mein Glück ist hier doch, ich gehe gleich noch ein Drache oder so ein Scheiß. Oder das noch heftigeres. Ah, ich hab immerhin die Map. Okay, hier gibt's eine fette Burg. Da will ich auf jeden Fall hin. Hier war ich schon mal, aber da habe ich mich nur hin. Also da bin ich hier durch den Porter gekommen, ne? Da gehe ich einmal den normalen Weg hin und guck, ob da noch irgendwo außerhalb ein Porter. Ach, das sind wieder so Riesenviecher. Feuer wäre schon was Geiles, muss ich schon sagen. Was ist denn dann an den Türmen, wo ich gerade hingucke? Da laufe ich zuerst mal hin. Laufe ich zuerst mal hin. Du musst recht schnell erfäden. Och nee. Das sind Ruinen. Und wie wir alle wissen, in den Ruinen nie Feuer. Da wollte ich schon immer hin. Zur Kathedrale der Drachenkommune. Es wurde mir immer angezeigt, wenn ich einen Drachen gekillt habe, dass ich hier hin muss. Geil. Okay, das ist geil. Handbuch des uralten Drachen ab. Bist du wütend auf mich? Weil ich bin ein Ninja! Die Armor sieht auch cool aus. Natürlich kriege ich das Schild. Den Schild, sorry. Ich will ja nichts Falsches sagen, du. Hör mir mal zu. Hallo? Kann ich hier was machen? Kann ich hier was machen? Drachenmund? Ritual der Drachenkommunion. Okay, Sachen, die ich eh nicht benutzen kann, weil ich weder Glaube noch Arkan habe. War cool. Ja, das ist cool, dass man das so Drachenatem lernen kann. Oh, heiliger Drache. Dich hätte ich auch getötet. Obwohl, du bist schon echt groß, ne? Och ne, ich weiß schon, was mir blüht. Die haben dich nicht umsonst modelliert. Hä? Ferdinand?
Hast gut gemacht. Aber nur fast, leider. Okay, ist aber schon mal gut zu wissen, hier oben ist so ein Turmi-Turm. Da unten auf jeden Fall den Turm will ich noch erkunden, weil ich war ja nur da hinten in dem Schloss. Ist mal dumm! Ah, egal, geht. Ach nee, ist wieder die Hundeviecher. Nee, nicht Rabi! Die sind doch Freunde, dachte ich. Ich hab die Rüstung von euch an. Rabi! 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 Danke! Ey! Hier laufen Menschen rum? Hey, die kämpfen da wirklich gerade alle gegeneinander. Ich muss mal kurz chillen. Die paar Szenen, die gönne ich mir noch. Okay, damit komme ich dann in die Burg rein, aber ich will einmal gucken, ob es da vorne vielleicht noch irgendwo Items gibt. Bezweifle es zwar irgendwie, aber man weiß ja nie. Wieso kriege ich die Seelen denn nicht da vorne? Ah, jetzt. Bitte tut mir nichts, heilige Vögel. Pinguin-ähnlichen Monsterwesen. Wir fighten ja immer noch. Kräh, Kräh. Ich wollte eigentlich mal gucken, was das hier für ein Turm ist. Ach, die ballern da raus, höre ich das gerade richtig? Was fällt euch ein? Ihr Schweine. Ey! Das ist ein Cheat! Das ist ein Cheat! Warte mal, es gibt zwei Leitern, es wird ausgetrickst. Ich tue jetzt sonst, ob ich hier hochgehe. Nee, verarscht, hier gehe ich auch nicht hoch. Hier gehe ich hoch. Schnell, 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 schnell. Hab's ja verarscht. Armbrustschützen, die feinsten, die es gibt. Sorry, ich muss kurz meine Wut auslassen. Seht ihr, dass da einer steht? Hast du noch mehr? Nein, nein! Scheiße, ey. Die Schweine, ey. Ich mag das Geräusch von denen.
Tschüss. Ihr kommt doch bestimmt hier. Ihr wollt doch safe hier runter, oder? Yo! Er springt einfach. Einfach der Ninja, wirklich. Fuck. Hallo, da waren aber noch mehr. Das war unfair. Jemand sticht mir in den Rücken. Oder in die Seite. Oder sonst wohin. Durchschuss, Talisman. Irgendwas im Bogen oder Armbrustschützen, juhu, benutze ich eh nicht. Dann machen wir einmal Lucky Lucky auf der Brücke. Und dann können wir ja umgekehrt das Gebiet dann erkunden. Und dann weiß ich, dass ich hier alles schon habe. Aha. Dieses sieht es aus, dass man da hin kann, aber es geht nicht. Oh man, I love it. Typisch Elden Ring. Es sah aber voll aus, ob ich da hin kann oder nicht. What the fuck? Okay. Och nee, da ist noch so ein Turm. Ach, hier werde ich rauskommen mit dem Porter. Okay, dass man sich die Brücke sparen kann. Cool. Man den Turm hier nicht hoch kann. Oh, tatsächlich nicht. So von oben rein, oder was? Was ist denn hier los? Wieso ist hier eigentlich nichts? Tatsächlich von hier oben, ja. Ist das der Turm, wo ich schon mal... Ich glaube, es ist der Turm, wo ich schon drin war, oder? Naja, in dem Turm war ich schon. Okay, dann weiß ich, wo ich bin. Okay, dann erkunden wir jetzt von hier rückgängig das Gebiet. Hier sieht es aus, ob noch was sein könnte. Hier ist halt safe auch was in dem Sumpf. Ich will nicht in den Sumpf, aber da muss ich hin. Ups. Da gehen wir zur Kathedrale der Drachenkommunion. Markierung Nummer 1. Okay. Ey, der Typ hier respawnt auch. Mann, lass mich doch durch! Nicht gut. Sie lass mich so leicht besiegen, oder was? Schon wieder das Schild. Oder den Schild. Hast du es gesehen, Drachengott? Ich habe für dich einen hier als Opfer dagelassen. Auf zu... Drachenschlachtung. Mach Kacke geruf! Scheiße, ich steff nicht in den Kacke geruf!
hasse den Kacke-Drache jetzt schon. Ich darf nicht in den Kacke-Geruch, ist auch eine gute Aussage. Fällt mir eigentlich. Okay, Ferdinand, das war's leider mit dir. Er ist aber sehr langsam, wa? Das einzige Fehler über den ist eigentlich nur das Kacktipp. Komm, löse einmal Bluten aus. Holy shit, geht der Kacke-Geruch weit. Gut gemacht, Ferdinand, du hast eine Schlagenge getankt für mich. Komm her, Kacke-Drache. Ich hab keinen Bock auf Kacke-Geruch. Nicht zu viel. Nice. Kacke Drache down. 38k. Ui. Das ist nicht wenig. Die Rimworld Mod willst du. Hä? Das kann nicht sein, dass da Rimworld steht. Ich habe Elden Ring eingestellt. Bei mir steht Elden Ring, hä? Was für Rimworld? Kannst du mir nicht so verwirren? Du weißt, dass ich ein verwirrter Mensch bin. Das ist nicht. Warte mal. Seelen nehme ich mir gern. Was geht? Was zockst du gerade? Europa Universalis? Hey, wenn es so eine Rimworld-Mod geben würde, würde es mich nicht wundern. Es gibt alles bei Rimworld. Sind wir mal ehrlich, oder nicht? Ein Weißer, damit ich einen anderen Zauberstab nehmen kann, auf jeden Fall machen. Toll, jetzt habe ich so einen blauen Stab. Mit 4 Spells, die hier nichts können. Ups. Okay. Wie, du hörst direkt auf. Was soll denn das, ey? Mann, die ganzen Spells, die cool aussehen, die kann ich nicht benutzen. 52, okay. 26. 27. 38. 9. Achso, Arkan.
Soll ich aber den Zauberdude gucken, ne? Habe ich nicht so einen Zauberverkäufer bei mir in der Hood? Ich guck mal schnell. Ist das der eine, der verrottete Magiertyp da, so ein Zauberspellmeister? Oder war hier der die? Bist du nicht die? Oh. Ah. Hello there. Hello there. What can I do for you? What can I do for you? Hey, ich hab einen Dolch für dich. Ich weiß nicht, ob es so schlau ist, dir den zu geben, aber let's go. What have we here? How did you get your hands on that dagger? Weiß ich nichts mehr. Ey, auf so rumzustören. Well, that hardly matters. I know very well whose dagger it is. Why don't I return it to them for you? Good work bringing this to me. Du kannst ja nix. Oh nein, er wird immer schwächer. Ey. Ey! Du musst mir doch Zauber verkaufen. Wieso? Hab ich nicht noch was Neues für die... Ah ja, scheiße, der Typ da hinten, den hab ich ganz vergessen. Hab ich nicht eine neue? Ja, Schmiedeschürfers. Jetzt kann ich hier mehr Shit kaufen, oder was? Oh, ich könnte jetzt immer Schmiedestein 3 und 4 hier holen, wenn ich welche brauche. Das ist geil zu wissen. Sonst sehe ich hier nichts, was mir irgendwie... Freude bereitet. Versteht, was die. Achso, das. Ah, ja, ja, ich weiß, was es ist. Ich bin ein Idiot. Was sag ich mit dem Typen hier hinten? Hast du euch Solo-Leveling die neuen Folgen geguckt schon? Seit der geilen Special-Folge? Be thankful of the whole serenity. It is all that keeps your death and deformment at bay. Die letzte Folge war schon heftig, oder? Naja, ich hab's vorgestern gesehen, glaube ich. Ich weiß nicht wann genau. Gibt's hier mal was Neues an der... Ich bin traurig, aber du hast mir den Raben Vogel gebracht. In this ash. Nee. Reminds me of my... Ich kann ich auch rauszoomen und so machen, ne? Aber ich fand die Folge davor auch schon geil, auch wenn da nicht viel Action war, aber es hat halt viel von der Welt erzählt. Aber ich mag sowas ja eigentlich immer. Seid ihr? Gibt's hier da irgendwo einen Eingang und ich find's nicht? Ich find's auch, also wie gesagt, ich find's auch mega geil. Gibt's denn eigentlich noch momentan? Ich bin nicht so drinne. Ey! Ey! Auf zu cheaten! Ich sehe wieder richtig viel, so wie immer. Ist auch null drin, okay. Och nee. Och nee. Ich höre schon Schritte! Kommt! Ich habe euch genau gesehen. Da links habe ich irgend so ein Viech gesehen. Da!
Ich hier bei Dead by Daylight, hallo? Hallo, achso, ich bin Anis hier, deswegen. Alter, ist das hier eure Brutstätte? Ihr seid eklig! Ich muss erstmal eure Mutti killen. Was ist das hier? Das ist die Hölle! Ich bin in der Hölle gelandet! Können die schießen? Aua! Ich hör immer noch eins. Wollte gerade sagen, irgendwo hör ich noch eins. Wenn die Tür jetzt nicht aufgegangen wäre, ne? Schau's, der Mesh und Solo. Mesh habe ich auch noch nicht weitergeschaut. Oh, Meteorklinge. Sah aus wie ein Sonne. Ist jetzt Katana-Zeit oder was? Geil. Das macht auch magisch. Ja, jetzt habe ich mich aber schon umentschieden. Jetzt nehme ich das hier. Ja, ich mag das Moveset von den E. Also von daher. Ist das, glaube ich, auch das, was am besten zu mir passt. 5-5, dann jetzt auf Richtung 3. Ich will nicht in den Sumpf. Aber da wird es bestimmt irgendwo was geben. Ich kann mir vorstellen, dass hier oben auf den Bäumen irgendwas gibt, aber... Ich will halt eigentlich nicht überall hochklettern. Aber komm, den einen gönnen wir mal. Ich kann mir vorstellen, dass hier auch so Items drauf liegen. Egal, auf zu 3. Ich hab Bock auf Bossfight irgendwie. Jetzt gehe ich gleich nochmal zurück und versuche nochmal das Fliegviech bei der Stadt. Aber hier ist hier, Alter, hier ist eh genug, was ich erkunden kann. Eigentlich sau dumm. Ich bleib erstmal hier in der Nähe. Ah, cool. Irgendwas ist wütend. Ach ja, du komische Spritzviech da oben. Wie viele Seelen hatte ich? 21k. Auch 27.000 mittlerweile oder so. Ich will nicht, man sieht hier halt auch nichts. Da oben sehe ich schon mal zwei Türme auf dem Berg. Genau in die Richtung, wo ich gucke. Ey, da kommen immer mehr. Auf, ich bin hier Destruct Disc oder wie die heißt, bei Dragon Ball abzuwerfen. Und Frieden, by the way. Macher von Dragon Ball. Akira Toriyama. Da steht einer, der sieht besonders aus. Den würde ich eigentlich gern killen. Der steht doch, glaube ich, nicht in der Sutte, oder? Sieht aus wie normaler Boden. Hier irgendwo rechts ist noch so ein Klitzi-Dingsi. Beschwerde ist unfair!
Ich hasse Lanzenträger, ne? Ich liebe die Animation in Elden Ring, wie krass das sich von Dark Souls verändert hat. Bam! Zack! Was beschwerst du jetzt, Drache? Ich habe alles schon gesehen! Ey, der Kleine hat mich gerade ein bisschen gerettet. Der schallert aber ganz schön rein, der Bengel. Zack, ciao! Bam! Und da! Kommandantenstandarte. Reine Goldnadel. Der hat gerade, ja, ist halt gerade leider ein sehr trauriges Thema, ne? Ist halt, es gibt kaum einen Manga/Anime, der die Szene so geprägt hat wie Dragon Ball. Also muss man einfach einer erkennen, ob er Fan ist oder nicht. Ah, ich weiß nicht. Gehe ich erstmal auf Geschick 40? Geschick ist ja schon mein Hauptset, ne? Ja, komm, ich mal. Ja, komm, ein bisschen mehr Mana, schadet nicht. So, wo ist jetzt der Leuchtekristall-Dingsi? Ich höre ihn hier vorne irgendwo. Soll ich dir zeigen, dass ich der mächtigste Magier bin, den es gibt? Ey, 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 wieso bewegt er sich schon? Du hast aber nicht ausgemacht, mein Freund. Ey! So hört sich immer nachts, wenn man im Bett liegt und die Insekten. Zum, 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 neben dein Ohr. Sieh, sieh, sieh. Kommt her! Ich bin Kammerjäger. Du willst mit dem mächtigsten Magier der Welt anlegen? Tja. Das sind auf jeden Fall fette Ruinen noch. Ich habe mit Sumpf safe alles übersehen. Ich habe aber ehrlich gesagt auch keinen Bock, diesen Sumpf weiter zu erkunden. Der ist anstrengend. Was steht denn da? Was bist du denn? Och nee, ihr seid solche! Ich frag nie wieder nach, okay? Habe ich noch nie benutzt. Schon wieder ein Runenbogen, cool. Jetzt erstmal die Gnade aktivieren. Ich in einem Horrorfilm oder was?
würde aber erstmal gerne nach da, weil das ist auch, also ob das eine Öffnung ist, wo ich gerade noch nicht rein kann. Bevor ich den offensichtlichen Weg da nach oben gehe. Ah, da habe ich mich erschrocken. Wieso bin ich hier neu zu schreckhaft? Mal kurz gucken, hier hinten sieht es nach Höhle aus. Und jeder weiß, wenn es eine Höhle gibt, muss ich da rein. Höhle! Höhle! Wäre ich etwa Leute abbauen? Kann ich meinen Katana vielleicht noch verbessern? Du bist gerade am TS einstellen, das habe ich so überlesen. Hört meine Tasten. Ja, voll. Also, ich fand es geil. Also, gestern, es ging. Also, man hat es natürlich gehört, aber ich fand es jetzt nicht extrem krass. Aber es war ja nur ein kurzer Test. Müssen halt mal abchecken, wie wir das am besten einstellen. Können wir morgen oder so gerne mal machen. Krass, eine unsichtbare Wand aus. Ist ja auch, nee, jetzt kommt wieder die Diskussion, aber hier ist nichts. Jo, bauen die hier mit Maschinen ab? Jo, ich bin im fortgeschrittensten Land, wo ich jemals war. Ich muss erstmal nach oben und die Bogenschützen killen, wenn ich es richtig sehe. Die mögen mich, glaube ich, nicht so gern. Oh, Alter! Du kannst ihn einfach von oben nach unten hauen, das gilt nicht. Wo schießen die denn? Ich check's nicht. Gandalf, nicht mit mir. Wo gibt's noch welche? Gibt's doch bestimmt noch irgendwo Gandalfs. Wow, hier ist aber hell. Sorry. Wenn ich einen Gandalf sehe, dann muss ich kurz ausrasten. Hier mit eurer scheiß Web-Technik geht ihr auf den Sack. Schon wieder ein Runenbogen. Ich soll die scheiß Dinger aber benutzen. Wenn ich mal beim Bosskampf bin, den ich nicht schaffe oder so. Aber hier gibt es doch ein paar Sachen zum Looten. Die muss ich mir noch holen. Habe ich jetzt einhändig? Ich habe nichts gedrückt auf dem Digipad. Komisch. Ich habe jetzt schon keinen Bock, gegen Mutter Skarabäus zu kämpfen. Wirklich nicht. Skarabäus, Skarabäus. Ist hier hinten weiter? Ich glaube nicht, oder? Leon, ich weiß nicht, ob du trollst oder ob du es ernst meinst. Aber es ist schön, dass du wieder da bist. Willst du irgendwann mal erzählen, was überhaupt jetzt los war? Oder... Ja, lass jetzt nicht drüber reden, das werden wir mal drüber schreiben. Komm ich da von oben hin? Von oben könnte ich da theoretischerweise hin.
Ich dachte mir gerade, wer schreibt jetzt in meinen Chat, Alter? So einen langen Text direkt. Ich dachte, was geht jetzt? Aber was habe ich jetzt gemacht? Wen habe ich angepisst? Was sagen, das ist nicht der offizielle Weg, den ich hier gehe. Oh! Ich hab mir wieder in die Hose geschissen, Alter. Ich schwöre, das ist gerade krasser als jedes Horror-Game für mich. Ich kann nichts mehr. Jetzt wird mit geilen Bullshit schreibst. Ich lieb's jetzt schon wieder, ne? Turbo-Laser-Männer, ey. Dunkelschmiede 4. Ich glaube, ich brauche 5 oder 6, ne? Ich muss nach Wallaresh reisen, um den Dagger zu bekommen. Was ist Wallaresh, Alter? Wallaresh! Ach nee. Kannst du mir danach zeigen, was Wallaresh ist? Ey! Wallaresh. Oder meinst du den Dagger, den ich schon hab? Meinst du den Bloodfang? Woher weißt du das? Meinst du den? Der Dagger ist geil, aber ich will den, wenn dann zweimal haben. Aber ich habe ja keine Freunde, die Elden Ring spielen. Und deswegen kann ich mir keinen ercheaten. Nicht den. Ja, okay, du sagst mir da. Wenn ich hier raus bin, zeigst du mir wo, ja? Oder warte, ich kann jetzt schnell gucken. Nordwesten. Hier ganz oben? Hier? Yeah. Oder wo? Wo ist denn Walla? Digga, ich weiß nicht mehr, wie die Scheiße hier heißt. Ich weiß, dass hier Limgrave und hier Xelid, Schmelid ist. Was für Wallnisch? Noch ein Stück drüber. Wo? Hier? Noch im alten Gebiet oder in dem, wo ich noch nicht aufgedeckt habe? Wallaresh. An den großen Baum. An den ganz großen hier? Ich weiß nicht, was ein Ginkgo-Baum ist, aber ja. Oder meinst du hier in dem Gebiet an den großen Baum? Es gibt 1000 Bäume! Wallaresh hier? Ich trust dir, ich gehe danach hier hin. Ja, ich gehe da noch nach hinten. Ich finde Beweise. Über der Stadt. Aber ich war noch nicht in der Hauptstadt. Also ich bin da in der Nähe, aber noch nicht richtig. Und ich bin da nur so hingerannt und nicht richtig gelaufen. Wallaresh. Ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwie sehr viel übersprungen habe, dadurch, dass ich da diesen einen Shortcut oder was das wahrgenommen habe. Hallo? Okay, irgendwas Ekliges links? Alter Leon, du kannst mich jetzt nicht anrufen! Ja? Hallo? Ja, du musst nach Wallaresh. Digga, was für Wallaresh? Na, da oben im Nordwesten. Ich kenn Wallaresh! Ich schwör's dir. Doch! Du musst kräftig suchen nach dem Ginkgo-Baum. Ginkgo-Baum, ja? Und wenn ich den gefunden habe, was muss ich dann machen? Ja, und was muss ich dann machen? Den Dagger holen. Du musst auf den Baum hochklettern. Und dann zum Dagger, ja? Ja. Okay. Willst du jemanden grüßen? Dich selber? Ja. Okay. Ja? Ja. Ja? Hannelo.
Die Hannelore, okay. Schöne Grüße, Hannelore. Du bist die beste Hannelore, Digga. Also ich muss zum nach Wallaresch und dann muss ich zum Chino-Baum, ja? Ginkgo? Ja, sag ich doch. Ja. Okay, dann bin ich gut, ja? Wir müssen morgen oder so mal talken wegen RP. Ja. Yeah. Okay, dann später oder morgen oder so, hau rein. Ja. Yeah. Oh Mann, ey. Ah. Was beten die da an? Ich will mitmachen. Was haben die hier angebetet? Leinwand, Talisman der Gläubigen. Cool. Ich will hier auch hoch. Ich habe so viele Talismäne, Manne mittlerweile. Ich weiß gar nicht, was krass ist. Hört deine Mutter, erhöht Stärke. Ja, interessiert mich nicht. Schicke Epirin, erhöht den Glauben. Resistenz. Immunität, Robustheit, Fokus, Abwehr. Finalen Angriff von Angriffsketten, aufgeladene Angriffe. Zauberzeit, versteckte Wirkung von Anrufungen, Zaubereien. Okay. Brillen. Heilige Angriffe, verringert die Wucht von Kopfschüssen. Ja, bla bla. Angriffskraft, niedrig LP, Dritter, bla bla bla. Wir werden Immunität gegen Schutzschütze, aber nicht von einem Schutz aus. Ja. Dann weg den Träger beim Wegdrücken vor Gegnern. Bin ich jetzt unsichtbar? Nein. Welchen hatte ich jetzt nochmal drin? Den hier. Den Chili. Den kann ich mir sogar merken. Ab nach Wallaresch, ja? Ich gehe nach Wallaresch. Digga, ich schwör's, wenn es ein Gebiet gibt, wo Wallaresch heißt, ne? Dann muss ich zum Ginkgo-Baum. Wallaresch. Jetzt muss ich erst einen Bossfight machen, glaube ich. Und was ist es? Es sieht wieder nach was Großem aus. Walla! Was ist das? Ich hab's verstanden, du bist ein wütendes Monster. Yo! Mit dem längsten Schwanz der Welt! Als ob ich davon noch Schaden krieg von den seiner Diese Lexi unten so komisch. Shit! Oh Scheiße, hab ich nicht drauf geachtet. Okay. Ab nach Wallaresch. Okay, ich gehe da jetzt hin, ja? Du sagst über der Stadt. Wieso sieht es aus, als ob es da nicht weiter nach Norden geht? Ich bin jetzt sicher, ob du mich verarscht. Obwohl, es hat sich öfter schon Gebiete neu erschlossen, indem man irgendwo Geheimgänge oder so gefunden hat.
Oh Mann, ey. Jetzt will ich nach Wallaresh. Ein paar Sachen habe ich jetzt zwar nicht gelootet, aber komm. Man will es ja nicht übertreiben und direkt alles looten, was es jemals gegeben hat. Ja, hier war ich jetzt doch schon mal. Bin gerade verwirrt. Bin ich da nicht gerade? So halb? Egal, ich wollte auf jeden Fall die Türme erkunden, das weiß ich. Einmal nochmal kurz nach hier gucken, aber ich glaube, hier hinten wird nichts mehr sein, oder? Ja. Gab es hier vorne nicht ein Feuer? Weil die Trankausbeute sieht gar nicht so gut aus. Wallaresh am Baum gibt es einen krassen Dolch, okay. Das merke ich mir. Falls ich mal irgendwann nach Wallaresh komme, weiß ich Bescheid. Die Stadt der Zauberer. Ey, lass mich rein! Ich bin Zauberer! Ey! Was steht da? Aus voraus. Ja, hilft mir nix! Ich darf nicht rein! Was ist hier wohl passiert? Waren es die Reptiloiden? Oder wer war es? Ich glaube, eins ist uns allen bewusst. Ich muss, glaube ich, alle Leuchter oben in den Türmen anmachen, oder? Sieht aus, als ob das so Fackeln sind, die man anmachen kann. Aber ich bin mir unsicher. Erstmal, was ist du für ein Heim? Weg da. Und ja, ich weiß, dass da hinten auf dem Baumstamm ein Leuchti ist. Also Stadt der Magie hört sich eigentlich schon an wie ein Ort, wo ich hin will, ne? Ob ich da irgendwas machen kann. Wallaresh. Wer hätte das erwartet? Ey, ich bin ein Genie. Ein Genius. Dann gehen wir zu dem Turm als nächstes. Five, five. Ey, Ferdinand, komm jetzt. Ferdinand. Ey. Warte, hier auf dem Baumstamm, ja. Ach nee. Ist jetzt schon wieder übelst ungemütlich da. Ich muss mich erst wieder richtig hinsetzen, ey. Wolltest du mich? Zu welchen Tower als nicht zu dem? Hallo? Du siehst aus wie ein Magier, geh weg!
Scheiße, ich fällt auf, ich bin jetzt einer von denen, ne? Einer von uns. Einer von uns. Darf ich das Item nehmen, ohne dass du mich angreifst? Nee, ne? Doch, okay, cool. Dafür greife ich dich an. Werde ich nix. Ich bin ein Arschloch. Wie? Was soll denn das? Ich dachte, ich komme da jetzt rein. Ey. Lass mich rein. Tür auf. Ich habe ja vergessen, wo ich bin. Scheiß Magier. Ich hasse Magier. Scheiße. Yay. Da war eine Kiste. Ich muss zurück. Ich bin wieder auf die Dächer, ja. Oh, hier ist jetzt auch schon offen. Oh, nice. Golden Seed. Ferdinand, bitte nicht. Mann, ich muss auch nach Wallaresch. Geht das da vorne jetzt auf? Nein. Doch. Okay. Also hier ist ein Ding hier offen. Da gehe ich jetzt auch zuerst hin, weil es am einfachsten ist. 5-5. Ah, Feuer, das hätte ich schon mal gut. Bin ich hier gerade? Irgendwo, wo ich keine Ahnung habe. Wie brauche ich für ein Level? 28, 300, okay. 5-5. Was Loch? Insekt voraus. Gut umschauen, Insekt. Ey! Da, ui. Überlebe ich das? Ja, bestimmt, ui. Ich erstmal dahin, wo Boss stand. Let's go. Och nee. Habe ich schon so ein hohes Level, ey. Aber ich muss sagen, der eine ist ja echt anstrengend mit seiner Beutelkacke da, Alter. Ich bin immer ein Freund. Ist jetzt wütend? Komm! Wenn du wütend bist, komm! Denkst du, kannst mit deiner Kugelschusstechnik mir irgendwas antun? Ich hab kein Mana! Ich wieso konnte ich dich zuschlagen? Hä? Ich hatte keine Ausdauer mehr. Idiot. Hier gibt's ja stärkere Gegner. Das ist ein Schwert. Schon wieder ein Feuer, okay.
Oh, ich habe 29k, habe ich gerade richtig gesehen. 28,9. Yeah, ich kann Level aufsteigen. Wie viele Decks brauche ich für den Dolch Leon? 75? Das 35 will ich auf jeden Fall noch kommen bei dem. Wer ist Oscar? Oscar? Ich kann mir keinen Namen merken. Wenn du sagst, wie er aussieht, dann weiß ich's. Oscar. Gibt's einen Oscar? Ich überleg grad. Also wenn du sagst, dann muss ich eigentlich einen geben. Keine Ahnung. Irgendwann habe ich eh nichts mehr so richtig durchgecheckt, sage ich ehrlich. Cool, neuer Stab. Da waren nur 12, das ist der wahrscheinlich schon der stärkste, ne? Zauberskala 133. Zauberskalierung 133 ist doch besser, oder nicht? Aber irgendwo muss noch was aufgegangen sein. Das ist an. Hier oben war ich ja gerade, da ging es noch weiter. Aber ich will erstmal gucken, wo die andere Tür ist, die aufgegangen ist. Na, hier komme ich dann wahrscheinlich hier oben lang, ne? Aber irgendwo... müsste es noch reingehen. Ich jetzt wüsste, welcher Turm was aufgemacht hat. Scheiße, das wollte ich nicht. Ich höre den Kackmagier und. Oh, hier ist ein Gemälde, gar nicht so schlecht. Ich hasse Aristokraten! Und ich hasse Magier! Ist denn, dass das hier vorne vorhin auch versperrt war? Kann natürlich sein, ne? Ey! Ey! Der Turm hier ist halt nicht mal an, aber an den kommt man auch nicht hin, glaube ich. Außer von ganz oben, maybe. Ist der Maler, ja? Glaubst du, der Maler? Lass mich raten, der ist ein Wallaresch. Ey, den Magier, den Maler, wo ich die Gemälde hinbringe, also wo die Gemälde sind, habe ich immer noch nicht gefunden. Ich zeige jetzt einfach mal Maler, ich habe keine Ahnung. Ja, das war der Eingang hier hinten. Ne? Hier unten geht's auch nirgendwo rein. Dann habe ich keine Ahnung, dann gehe ich hier oben weiter. Ach, der Maler, du meinst den Baldur's Gate. Ich check's jetzt erst, dass du den meinst. Das hat gerade perfekt dazu gepasst, zu dem, weil ich hier gerade das Bild aufgehoben habe. Der Maler, Digga, keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht mehr, wer Oscar ist. Ich habe Akt 3 auch so richtig Brain AFK gespielt. Also ich habe schon noch mitbekommen, was die Story so will und so, aber... da, ab da war ich ein bisschen lauchi unterwegs. Ding, 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 ding. Och nee. Ich höre Skelette aufstehen. Der Maler aus Akt 1, ah. Keine Ahnung.
Moin. Moin. Ich habe gerade erstmal nicht gecheckt, was das überhaupt ist. Nein, nein, nein. Ich bin kein Ocarina of Time Goronberg. Ist das da eine Kirche? In der Kirche gibt es immer ein Feuer. Hallo? Darf ich eintreten? Da stirbt eine. Ich rette dich, Babe. Warte auf mich. Who's there? Well, it matters not. If you are wise, you will leave immediately. My flesh writhes with scarlet rot. It is a curse. Not to be meddled with by man. If you are wise, you will my flesh writhe. Soll ich dich erlösen? If you are wise, you will leave my flesh. Scheiße, ich bin gerade echt unschlüssig. Aber ich habe eigentlich noch keine NPC gekillt. Es macht keinen Sinn, jetzt anzufangen, NPC zu killen. Außer Patches, aber der hat's verdient. Patches ist in jedem Teil ein Arschloch. Wenn er diesen Teil lieb geworden wäre, wäre es mir egal. Das ist ja eigentlich für ein Gebiet. Kommt man da irgendwie hin? Wahrscheinlich, ne? Die Burg ist das. Ja, ja, das ist die Burg, okay. Wieso sind hier eigentlich so viele Blutflecken? Achso, wegen dem hier, oder? Ja, ich glaube, ich bin schon einigermaßen stark für das Gebiet hier, was ich aber gut finde. Zu verliere ich, wenn ich es nicht instant. Nice, heilige Träne, beste Leben. Ich bin kurz AFK. Ey. Ihr dürft die ganze Zeit stöhnen hören, während ich hier am Feuer sitze und AFK gehe, ja? Bis gleich. Thank you.
dass mir die ganze Zeit mein Controller sieht, dass er kaputt ist. Normal sollte es sich nicht drehen. Mein Controller ist leider ein bisschen im Arsch. Wenn ich jetzt einmal rechts Stick bewege, ist alles wieder gut. Hör auf, mich so anzuhecheln. Ich überleg's mir noch mal, aber ich vergesse dich eh wieder. Scheiß drauf. Hast du was so ein An-Dingsy-Teil? Ich habe bei 95% der Items keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Das ist die Stadt, die kenne ich ja. Ach, das ist die Zaubererstadt. Die sind groß. Ne, die Zaubererstadt ist doch nicht da hinten. Die Zaubererstadt ist die da unten. Sondern da ganz hinten für eine Stadt. Oder für Ruin. Ich gucke jetzt noch einmal, ob ich in den einen Turm da auch noch reinkomme. Das müsste von hier oben ja gehen. Oh ne, von hier geht's glaube ich nicht. Von da vorne könnte es gehen. Aber das sieht ehrlich gesagt da nicht aus, ob ich da was anbrennen kann. Ich glaube, es haben andere vor mir auch schon probiert, so wie das aussieht. Ah, ich glaube, ich lasse es mal. Ah, vielleicht habe ich das da hinten geöffnet, ne? Oh, Alter, ich dachte gerade, da ist einer. Ich glaube, der ist gerade in seinen Tod gesprungen. Ah, nee, ich probiere es mal nicht aus. Ich guck mal hier hinten weiter. Aber erstmal will ich einmal hier auf dem Wappenberg. Irgendwas greift mich schon wieder an. Ach, hier oben war ich schon. Aber ist hier in einem Baum vielleicht noch was? Nope. Jetzt kommt die wieder und stöhnt mich an. Ah, hi. Auf die mit Kacke zu bewerfen, bitte. Scheiß Omi. Oh, da vorne ist wieder so ein Riesenviech. Looten ist halt echt strong, ne? Bäumis. Denken sich Bäumis. Sonst ist hier nichts. Wie? Ich kenne den zwei Bäumis da hinten schon. Also an den hier war ich safe und nicht. An den hier war ich noch nicht. Ja, den war, weiß ich gar nicht. Muss ja der hier drüben sein. Also der eine da hinten, ja. Ich bin dumm. Dann gehen wir erst hier vorne rein, oben. Und danach muss ich noch unten lang. Hey!
Hihi, nicht mit mir. Du Schwein. Vielleicht eher in die Richtung, ne? Könnte aber auch, wenn ich hier alles geklärt habe, was ist das denn? Ewige Finsternis. Könnte aber auch sagen, ich erkunde das Gebiet von hier rückwärts, weil das einfacher ist. Mach ich, glaube ich, auch. Aber hier möchte ich auch auf jeden Fall noch hin. Das ist, glaube ich, wirklich am einfachsten so rum. Hast du noch mal Hunger? Habe ich vielleicht zufällig noch was für dich? Ich glaube nicht. Will ich den noch mal probieren? Ich glaube nicht. Der war schon heftig. Wir sind ja zum Glück Freunde, ne? Okay, der ist, glaube ich, noch ein bisschen zu stark für mich. Sorry, das wollte ich nicht. Ich wollte nur mal testen. Wir sind doch Freunde, oder? Einfach one-shotet, wenn er nicht im Rücken trifft. Krass. Schreib ihn denn an und stech nach mir. Ernsthaft nix? Einfach verlassenes Land hier oder was? Ein Wasserfall, der kaum laut ist. Was soll denn der Scheiß? Ey, nee! Ich hasse es, vergiftet zu sein. Da vorne ist eine Gnade, an der ich sogar schon mal war. Ne, war ich noch nicht. Irgendein Turm, wo ich noch nicht reinkomme. Ah, da wollte ich eh hin, also von daher. Lennes Turm. Wer ist Lenne? Lass mich rein, Lenne!
soll der Mist? So, ich lass mich nicht von euch verarschen. Hier nicht vorhin schon drin? Ne, ich glaube in der Drachenhügelhöhle war ich noch nicht. Wie viel Seelen habe ich? Alles easy. Dass ich nichts sehe, ist nicht so easy. Das sehe ich wenigstens ein bisschen was. Och nee. Kann man den backstabben? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja. Okay. Ich hab verstanden. Erschreckt mich nicht so, Bambis. Gar kein Schaden, ich bin weg. Aber nee. Auf den engen Raum kämpfe ich nicht gegen den, der eine 2 Leben verliert. Och nee. Elden Ring. Es gab doch sonst keinen Weg. Ey, alles gut. Hey. Aber hier geht's doch bestimmt irgendwo noch weiter. Ich dachte auch, dass hier immer noch eine Wand ist. Nur noch kein Loch. Jetzt schreit er da draußen die ganze Zeit rum. Komm. Schreit die ganze Zeit rum zu ripsen? Ist, dass der schießen kann. War nichts mehr, oder? Nee. Der ist so aggro. Ich glaube, der weiß, wo ich bin.
schlecht. Nein. Ja. Das macht einfach keinen Schaden, ne? Hallo, lädt schneller, danke. Oh, ich kann auf meine Waffe keine Dingsies drauf machen, weil ich schon magisch bin. Ah, okay. Ist natürlich kacke. Ich hätte gerne mal Feuer eigentlich ausprobiert. Okay, Feuer interessiert ihn nicht. Na, die in den engen Raum auch keine Chance, irgendwas zu machen. Das ist so nervig. Euch geht's richtig in den Magierkampf rein. Ich sag's, wie es ist. Bin krass drin jetzt. Wartet. The World, du. MK69, danke für den Follow. Ich habe die Sounds leider nicht an hier. Aber ich finde, es ist ein witziger Name. Da hat wohl jemand ein bisschen zu viel Fernsehen damals geguckt, genauso wie ich. Ich hab genau die Stimme im Kopf. So, ich zeig den Bären jetzt mal, was die Sache ist. Hoffe ich. Was machen Sachen? Ich verzweifle hier gerade ein bisschen an Elden Ring und selber. Okay, das war der beste Spell, den ich habe. Los, Platzregen! Ja, du verzweifelst auch gerade an Elden Ring. Okay. Ja, der Bär in der Höhle ist ein bisschen nervig. Ich bekämpfe den jetzt einfach normal. Ich wollte mal auch Spaß gucken, wie viel Magie Schaden macht, aber ja, da kriegt der negativen Schaden durch Magie. Aber der kriegt Blutungsschaden, oder? New Game plus 4 witzig. Ey, ich habe das Spiel noch nie durchgespielt, das ist mein erstes Mal, ich bin blind. Deswegen, ich habe keine Ahnung. Ich habe zwar ein bisschen Souls-Erfahrung, aber so richtig auch nicht. Ich bin schon über die Katanas rüber. Okay, let's go. Man sieht halt hier auch nichts.
Wenn du so New Game Plus 4 warst, geht's hier noch weiter in der Höhle oder ist das alles, was es hier gibt? Jo, genau, das hat mich erwischt. Klar, klar, klar. Geht weiter. Also ich habe die eine Kammer hinten schon gefunden, aber... Ich dachte, da geht's vielleicht nicht weiter, aber ich will jetzt erst mit dem Bären killen. Jetzt meine Herausforderung, auch wenn der echt strong ist. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt bluten kann. Habe ich jemals Blutungsschaden gemacht? Ja, bestimmt, oder? Ich weiß nicht, ob es klug ist, einfach seinen Kampfstil zu ändern, anstatt so weiter zu kämpfen, wie man 30, 40 Stunden vorher schon im Game verbracht hat. Also rein. Och. Aber das sind auch nur 7k Seelen, komm. Vergesst immer, dass er dein Kackgeschrei kann. Er ist unfair ohne Schrei. Kurz links auf seinen Weg, okay. Leider keinen Schaden. Als ob dein Kackgeschrei Schaden macht. Was bist du für ein Akrobär eigentlich? Fuck! Ja, da bin ich zumindest in der verlinkten Seite so ein Weg. Aber da ging's nicht weiter. Da war doch nur ein Item, oder nicht? Muss mal gucken. Ich renn mal kurz durch, einfach nur um zu wissen, wo. Bam, 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 bam. Ich habe leider auch keinen Orientierungssinn, musst du wissen. Das ist das Problem. Also mir einen Weg zu erklären, wird schwierig. Sag ich, wie es ist. Hallo. Mary, ich bin's. Danke. Also du meinst schon hier. Und da war ich vorhin. Nee, 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 nee. Hier nicht? Okay, warte, dann muss ich nochmal gucken. Hallo, ich bin's. Meinst du den hier vorne? Okay. Ich würde ihn gern killen, aber ich habe jetzt auch keine Lust, mich hier meine Zähne auszubeißen. Ich würde gern erstmal hier den Dungeon erkunden. Danke, du hast meinen Orientierungssinn gerettet. Hallo, ist hier irgendjemand? Da ich erstmal hier gerne hier oben nochmal gucken, bevor ich runtergehe. Wie gesagt, ist für mich halt komplett blind, ne? Ich kann meine Macht nutzen. Kristallnova! Zu useless! Okay, Regen! Boah, habt ihr den Schaden gesehen? Den Schaden habe ich noch nie vorher gesehen. Oh, der ist aber tankiger, als ich gedacht habe, der blöde Wolf. Der andere guckt zu, während ich den abschlag. Finde ich okay.
Hey. Bisschen Blut, hä? Und? Damit habe ich nicht gerechnet, dass jetzt noch irgendwann so ein Viech angerannt kommt. Die goldene Rune 8 nehme ich sehr gerne. Und ich habe mich jetzt schon verlaufen, offiziell. So schnell geht's bei mir, by the way. Dann, bevor ich drop, laufe ich lieber doch erstmal den anderen Weg. Der müsste hier vorne irgendwo gewesen sein. Ah ne, warte mal. Ich komme zum anderen Weg jetzt gar nichts mehr, oder? Oder doch? Ah, der Weg wäre einfach hier lang gegangen, oder? Yes, okay. Peilst du die Platin-Trophäe an oder was machst du bitte, wenn du 100, also wenn du NG plus 4 bist? Oder hast du einfach Bock auf Elden Ring, bevor das DLC jetzt rauskommt? Okay. Och nee. Ich hab gemeint, ob du noch 100% farmen willst, also Platin-Trophäe, oder ob du einfach Bock auf Elden Ring hast und deswegen wieder zockst, weil wenn du NG plus 4 bist. Ich denke, Elden Ring ist auch so ein Game, da kannst du nie alles gesehen haben, oder? Wenn du nicht unbedingt vorher weißt, wo was ist. Einfach Bock, ja, es macht aber Spaß. Ich muss auch ehrlich sagen, ich war am Anfang skeptisch. Oh, nicht so weit, okay. Weil ich dachte mir so, funktioniert das irgendwie so? So dieses schlauchige Dark Souls Gefühl? Nee, nee, dann ernst. Ups, falscher Knopf. Wie immer. Ach, hast sogar einen neuen Charakter gemacht, okay. Aber ich finde so dieses schlauchige Dark Souls-Gefühl, dachte ich so, das geht verloren hier bei Elden Ring, aber nee, hast du gar nicht. Du hast ja trotzdem immer wieder auch so kleine Dungeons, so wie hier, wo halt so schlauchig sind. Dein Hauptschuss Level 630, krass. Ich dachte gerade, es sind hier normale Gegner und hab die einfach so angegriffen, als ob es irgendwelche Larrys sind und auf einmal ist hier Boss-Angriff oder was. Kann ich in einen backsteppen von denen, ist die Frage. Ja. Wow, das hat aber viel Schaden gemacht. Cool. Er mit seinen scheiß Frisbees. Der muss euch zuerst dran glauben. Okay, ich musste auf jeden Fall zuerst auf den Frisbee-Dude. Ist ja richtig nervig. Aber ich spiele auch gerade echt scheiße, aber naja. So, wenn du aber so ein Experte bist, kannst du mir erzählen, was Rani nochmal von mir wollte. Die hat irgendwas erzählt, ich hab's aber vergessen. Ich soll irgendjemand töten, glaube ich. Aber ich weiß es echt nicht mehr. Ich habe alles vergessen. Manchmal wünsche ich mir doch einen Questlog. Da
Aber 5 Tage nicht gezockt oder so. Ich bin froh, dass ich überhaupt noch weiß, wie der Charakter heißt. Ah, ne, hat eine Quest. Ja, ich check das nachher mal ab. Oder irgendwann anders. So, zuerst muss ich auf den Wurfmesser-Dude. Vielleicht soll ich den dann versuchen zu backstabben. Er dreht sich zwar gleich, aber egal. Heidi nervt! Ey, alles gut. Ey, Elden Ring ist so riesig, das ist normal, dass man nicht mehr alles weiß. Soll ich vielleicht doch meine bessere Waffe nehmen? Aber ich will eigentlich gern mit den Katana weiterkämpfen. Hast du bei der letzten Run erste Quest gemacht? Ja, ich kann auch verstehen, dass man die leicht übersieht. Beziehungsweise, dass man generell sehr viel leicht übersieht. Aha. Hier sind meine Goombas. Tschüss. Boah, der Wurfmesser-Heini geht mir so auf den Sack. Hast du mit YouTube gemacht? Ja, okay. Kann ich. Ey, wie gesagt, das ist so kryptisch und so verwirrend. Kann ich voll nachvollziehen. Ich soll mal irgendwas überleben, aber weißt du, der Wurfpei, die wirft die ganze Zeit. Ich glaube, ich werde gleich zum ersten Mal schwach und rufe so ein Aschenviech. Was heißt zum ersten Mal? Aber zum ersten Mal seit ich das stream. Ich habe am Anfang das ausgetestet, wie das ist. Da habe ich immer eine Qualle gehabt. Ich glaube, Backstab ist nicht so smart. Ich muss den irgendwie versuchen, direkt runter zu zögern. Hast du nicht meine Asche? Es macht zu viel Spaß, ihn auf den Rücken zu springen. Ich habe halt immer keine Ausdauer mehr, sobald ich bei dem bin. Das ist schlecht. Fuck. Dann stellst du dann 3 Stunden, krass.
Aber klar, wenn man weiß, wo alles ist und wo man am besten Runen farmt, dann geht das wahrscheinlich ziemlich gut, oder? Klar, ich muss einmal schwach werden. Ich habe heute nicht die Nerven dafür. Wo ist mein Rabi? Hallo, Barry. Aber die Idee, mit denen direkt runter zu rettern, war eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ich probiere es noch ein paar Mal jetzt so aus. Hast du auch die anderen Souls-Teile gespielt oder hast du mit Elden Ring angefangen? So muss es nämlich aussehen, ihr Schweine! Oh. Yo, die haben mir richtig viele Seelen gegeben. Guck, man muss sich nur die Asche ausrüsten und schon weiß, weil der Tryhard-Modus muss beginnen, auch wenn man sie nicht aktiviert. Das war wieder ein typisches Beispiel davon. Ja, genau, ich liebe deswegen auch Dex-Waffen. Ich spiele auch immer auf Dex und mit Rollen. Ich habe noch nie mit Schild gespielt. Aber ich kann auch nicht parryen, dafür bin ich zu blöd. Deswegen kann ich niemals Sekiro spielen. Elden Ring ist dann erst so, okay, cool. Aber ich würde auch sagen, Elden Ring ist am einsteigerfreundlichsten. Gab es hier nicht ein Feuer direkt am Anfang? Gerade nur mit Stärke. Finde ich auch ab und zu mal witzig, aber wie gesagt, ich bin eher der Dex-Boy. Ups. Das ist mehr Spieler. Stimmt, bin ich hier nicht bei dem Baum in der Nähe? Ich wollte gerade sagen. Ja, ich spiele auch immer Katana. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwo Fishing Pole, also hieß es früher in den Spielen, wenn es auch so heißt, dass irgendwo die Fishing Pole gibt, also ein ganz langes Katana. Aber ich meine, es gibt generell sehr viele Waffen hier in Elden Ring. Ich das gerade richtig gesehen, da war hier oben der Baum, oder nicht? Ja. Da war ich auch noch nicht. Erstmal gucken, ob hier irgendwo ein Feuer ist, bevor ich gegen das Viech kämpfe.
Ja, auch nee, wieder ein stinkender. Och nee. Da oben ist wieder ein Drache. Och nee. Was ein toter Drache? Ist das überhaupt ein Drache? Nee, es sind Wurzeln. Sie sehen es aus wie Drache. Ach, da war ich schon. Ups. Dann ist da hinten eh direkt ein Feuer, dann ist egal. Jo, noch höher hätte ich nicht abspringen können vom Pferd, oder? Oh ne. Zu früh ausgerichtet. Weiß nicht, ob ich dir sagen soll, wo du es bekommst. Ey, mir ist es egal, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich habe mit dem Schwert, das ich hier gerade habe, eigentlich schon auch ein ziemlich geiles Schwert. Es kommt mir auf jeden Fall vor, als ob es ziemlich geil ist. Das sah auch nicht so schlecht aus, aber ich habe leider schon umgeskult danach das gefunden, die Meteorklinge. Stimmt, ich wollte zuerst zum Schmied. Ups. Ist es sogar stärkste Katana? Okay, nice. Ich mag halt das Moveset, weil es halt das Standard-Moveset hat, bloß noch mit Magie. Ja, du hast mich für tot gehalten. Alles gut, bleib ruhig. Nice. Dann hatte ich noch... Achso, du meinst, die Naki ist auch krank, okay. Ey, wenn ich da in den Gebieten bin, wo ich die finden kann, kannst du mir das gerne gleich mal sagen, wenn du Bock hast. Was kann ich jetzt kaufen? Dunkelsteine? Ja, Dunkelschmiedesteine 1 und 2, nice. Weil für Deckswaffen bin ich offen. Startgebiet, okay. Dann gucken wir nochmal einmal, wie es meinem Freund hier oben geht. Aber du musst dann, ja nee, dann nicht. Ich will die Questline noch machen, also. Wenn es damit verbunden ist, dann ungern. Scheiße, wo war ich gerade nochmal hier? Lang? Dann hier hochspringen? Ich weiß nicht genau, wie ich lang muss. Warte mal. Aha. Ich bin ja doch nicht so dumm, wie ich aussehe. Jetzt ist der Turm genauso aufgebaut wie Rannis Turm. Erstmal nach unten gucken. Hallo? Ach nee. Ist das aus so ganz vielen Magierköpfen zusammengenäht? Ich mag das Design. Machst du noch nicht? Okay, krass. Aber das ist halt das, was ich meine. Du kannst halt nie alles erkunden, ne? Was hält er denn so viel aus? Oh!
Magischer Platzregen! Das ist einfach gar nichts. Ich kann es dir gleich zeigen, ja. Das war's, da droppt nicht mal irgendwas Besonderes. So, 36, okay. Ich bin hier. Bei Lennys Turm, hier ganz im Osten. Ich muss sagen, ich finde das Katana hier auch schon recht lang, also. Oh, ein Aufzug. Wieder nach unten und nach oben, nach oben. Da ist auf jeden Fall was drunter, das merken wir uns. Oh wow, cool, ein Speicherstein, danke. Wie, du kommst denn rein? Du musst aber diesen Sprungding sie springen, das so außerhalb ist. Ey Dennis, ich hab's mir gemerkt, hallo. Siehst du es nicht? Hier komme ich wieder unten hin, wo ich gerade eh war. Oh, ich bin so dumm. Das war bei Rannys Turm genauso. Und ich dachte, ich bin smart. Scheiß Dreck. Hier mit dem Sprungding, sie musste springen. Das hinter dem Turm ist. So kam ich auch gerade aufs Dach und da will ich auch nochmal hoch. Vielleicht gibt es da auch noch was. Scheiße! Nein! Sei doch mal mehr wie Skyrim fährt! Aber ich glaube, hier oben finde ich nichts. Ja, dann will ich zum Baum. Hä? Ziel! Friedhöfe sind immer gut. Als Ingame natürlich nur. Obwohl, im Real Life sind Friedhöfe jetzt auch nicht so schlecht. Sag ich, wie es ist. Kein Bock auf Leichen überall rumliegen. Und auf Pest. Oh, ich weiß immer noch nicht, was man mit den Sachen überhaupt macht von den Bäumen. Weil die man kriegt, wenn man die besiegt. Kein Bock, mit dem Pferd zu kämpfen. Stimmt, damit kann man die Arzneimischung, die ich auch nie benutze. Schon wieder der gleiche Fehler wie vorhin.
Ich glaube, der ist nicht so anfällig für Magie, wenn ich ehrlich bin. Kann kein Feuerfett. Okay. Dann kämpfe ich weiter mit dem Magieschwert, egal. Was? Ich dachte, ich bin raus. Ach nee, das habe ich ja ganz vergessen. Den Scheiß gibt's ja auch noch. Ah, ich glaube, hier erreiche ich mit dem anderen Schwert mehr als mit dem Magieschwert. Da kann ich nicht auch Frost oder so wenigstens drauf machen. Nee, nicht Magiefett. Wir probieren mal Blitzfett. Hier gewittert, das ist doch bestimmt ein Zeichen. Schlecht. Ich kann vom Pferd nichts mehr wegrollen. Aber ich glaube, ein bisschen mehr Schaden habe ich gemacht auf jeden Fall. Also mit den normalen Katana. Na dumm, ich wusste, dass noch ein dritter Schlag kommt. Eulnis, das wird gegen den gar nichts bringen, wa? Ich hab leider nichts. Wir gucken, ob ich Frost herstellen kann. Ich glaube, Frost war gar nicht so kacke gegen den. Nein, jetzt habe ich mein Schwert aus dem Weg gesteckt.
Och komm. Früh. Nee. Ich war so konzentriert, ey. Ich hab grad einen Trank getrunken, aber hat nicht genommen, weil ich von irgendwas runtergerutscht bin. Scheiße, weil ich gerade gerannt bin. Ist denn dein Ernst? Oh, die Attacke ist so nervig.
machst du denn hier? Wollen wir da mehr hier nach oben, bitte? Habe ich das erwischt, so bitter. Scheiße, da war ich zu greedy. Da war ich zu greedy. Ich frag mich, ob ich der Magie auch dodgen kann, indem ich einfach normal seitlich laufe, weil immer wenn ich aufs Pferd aufsteige, riskiere ich einen Hit zu kriegen. Es tut mir jetzt schon wieder leid, aber ihr wisst alle, was jetzt kommt. So, direkt einen Charge macht. King Fist! Das ist doch ätzend! Das ist ja nervig. Oh, wieso kommt der jetzt schon? Trotzdem eins von den Piss-Dingern erwischt hat. Ich häng, ist man tot schon, oder? Ah ne, der hat nur anders hingespritzt. Thank you.
Scheiße, ich wollte gucken, ob ich so dodgen kann. Ich mache wieder den gleichen Fehler. Zweiten Schlag aus. Der Penner hat er mich getrollt. Ich wusste, dass mich eins erwischen wird. Was? Nein, nein, nein! Was hat er jetzt angeklickt? Ich hasse, dass mein Controller kaputt ist. Das war auf meinem letzten Pot. Oh, ja. Geil. Geil, perfekter Abschlusskampf, Alter. Oh. Oh Gott. Oh. 91k Seelen ist natürlich auch sehr geil. Zwei. Ist da irgendwas? Sieht nicht so aus. Ich soll vielleicht nicht dumm hier rumrennen, ne? Fällt mir gerade so ein. Mit so vielen Seelen. Mir fällt gerade was auf, ich weiß aber nicht so, wo das war. Ist schlecht. Was ist hier? Ich glaube, es war hier. Da wollte ich nochmal hin zurück und wissen, was da abgeht. Danach bin ich off für heute. Hätte vielleicht mal ein bisschen eher für online kommen sollen, aber egal. So, jetzt habe ich 35 Kraft immerhin. Ein bisschen Leben. Ist er doch hier meine Freunde oder nicht? Oh, hello again, Cuz. I'm happy you came back. I have good tidings for you, Cuz.
Have you noticed the rare flowers growing in this village? I asked the villagers if you could pick some of them, and they said you'd be very welcome. Ich habe schon das letzte Mal alle Blumen geklaut, die es hier gibt. Go on, Kaz. Who knows? They might be of some use. Hä? Go. Who knows? Ja. Steff, Blümchen pflücken, ja? Ach, ist euer Dorf also da. Hä? Ich glaube, mein Controller gibt echt langsam Geist, aber. Entspannt auch einfach nur. Ah, ich könnte Schwert wieder wechseln, ne? Ups, falsch. Hä? Das war einfach noch nicht geladen. Ich dachte gerade, hä? Da wurde gerade angezeigt, dass ich das eine Schwert benutzen darf, aber ich darf das doch gar nicht benutzen. Okay, ist das Richtige. Es wäre so bitter gewesen, wenn er jetzt ein Topviech gewesen wäre und ich das Aussehen angegriffen hätte. Das wäre typisch für mich gewesen. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal, ne? Haut rein. Ciao. Ciao.